Ja, wertes Präsidium, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass wir unseren Gesetzentwurf hier im Plenum in erster Lesung vorstellen durften. Und ja, die Kritik der anderen Parteien greifen wir hier auf. Wir würden ja nur Spiegelfechterei betreiben und es gäbe doch im besten Bayern aller Zeiten gar keine derartigen Probleme an den Hochschulen. Und ja, wir haben den Entwurf tatsächlich noch einmal geprüft und weiterhin für gut befunden. Herr Dr. Oetzinger hat uns in seiner Rede vom 15. April dankenswerterweise auf die verehrte Frau Bauerfeind vom Ring christlich-demokratischer Studenten hingewiesen, dem RCDS. Ich darf die Dame hier einmal kurz zitieren. Sie sagt: Uns sind Fälle bekannt, in denen Studenten an anderen Hochschulen durch Prüfungen gefallen sind, weil sie nicht gegendert haben. Und stellen Sie sich eines vor, solche Zustände werden auch heute aus Bayern berichtet. Von der Dame ist es übrigens dann nicht mehr weit zu Sebastian Mattes. Der Bundesvorsitzende des RCDS ist zugleich Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Herr Mattes äußert sich wie folgt: Sprache wird hier zur politischen Umerziehung durch linksgrüne Ideologen unter dem Deckmantel der Gleichstellungspolitik missbraucht. Studenten dürfen nicht zum Gendern gezwungen werden. Schon gar nicht darf die sogenannte gendergerechte Sprache zum Bewertungskriterium in Klausuren erhoben werden. Man höre und staune. Doch kaum einer der Studenten findet den Mut aufzubegehren. Der RCDS will nun alle Fälle sammeln und dokumentieren, in denen Studenten diskriminiert werden, weil sie eine korrekte Form des Deutschen verwendet haben. Sollte das nicht ein Alarmzeichen für die CSU hier in Bayern sein, meine Damen und Herren? Wer die Gesellschaft verändern will, der muss an die Schulen und Universitäten gehen. Dort findet er junge Menschen vor, die gerade ihr Wertesystem aufbauen, die offen sind für neue Einflüsse, die nach Orientierung und Anleitung suchen. Umso größer ist die Verantwortung derer, welche die jungen Menschen dort erziehen und bilden. Umso größer ist aber auch die Gefahr, dass dies missbraucht wird. Denn Schüler und Studenten stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Lehrern und Dozenten. Ideologen machen sich dies zunutze. Aber wie verhält es sich denn bei den Hochschullehrern selbst? Wie sieht es denn hier mit der Wissenschafts- und der Redefreiheit aus, Herr Minister Sibler? Der Fall des Herrn Professor Lüttke, den brauchen wir ja hier nicht mehr gesondert zu behandeln. Der Fall ist bekannt. Herr Söder schmiss ihn einfach mir nichts, dir nichts aus dem Ethikrat heraus, weil er eine falsche Meinung hatte. Ich darf an dieser Stelle nur kurz sein neues Buch erwähnen. Es hat nämlich den Titel, ich zitiere: Und die Freiheit? Wie die Corona-Politik und der Missbrauch der Wissenschaft unsere offene Gesellschaft bedrohen. Na, herzlichen Glückwunsch, Herr Minister Herrmann. Sie lachen, aber das wäre eigentlich zum Weinen. Ich denke, der Titel allein spricht für sich. Auch die Konfuzius-Institute üben in Bayern einen unbotmäßigen Einfluss auf die Rede- und Wissenschaftsfreiheit an Universitäten aus. Wir haben das im Ausschuss behandelt und alle haben immer betreten zur Seite geguckt und geschwiegen. Und keiner hat sich getraut, gegen den chinesischen Einfluss hier einmal Stellung zu beziehen von den Altparteien. Die Staatsregierung möchte hier aber allenfalls ein prüfendes Auge auf die Konfuzius-Institute werfen. Aber handeln möchte sie nicht. Aber, meine Damen und Herren, auch die Allgemeinheit ist betroffen. Die Ergebnisse einer Allensbach-Umfrage dokumentieren, wie tief die Gräben im Kulturkampf mittlerweile geworden sind. 44% der Deutschen geben an, dass man seine Meinung hierzulande nicht mehr frei äußern kann. Das ist die Hälfte der Bevölkerung und ein großer Erfolg jener, leider, die in den vergangenen Jahren ein Überwachungssystem aufgebaut haben, das mit Ausgrenzung und Diffamierung funktioniert.
Orwell. Ihnen bekannt. Orwell benennt in seinem Werk 1984 übrigens solche Gedanken als Thought Crime, als Gedankenverbrechen. Und viele dieser Missstände könnte man mit der Schaffung eines Freiheitsbeauftragten tatsächlich effektiv bekämpfen, meine Damen und Herren. Aber man will es nicht. Man will es nicht. Die Staatsregierung will es nicht. Warum nicht? Möchte man gerne die Gedanken und Meinungen der Studenten und Dozenten kontrollieren? Herr Oetzinger nannte den Freiheitsbeauftragten in seiner Rede im April als ein bürokratisches Monstrum. Warum eigentlich? Was sind denn die anderen Beauftragten an den Hochschulen? Der Gleichstellungsbeauftragte, der Beauftragte für Menschen mit Behinderung und der Beauftragte für Datenschutz? Auch Monstren? Zähnefletschende, geifernde und menschenverschlingende Ungeheuer? Mitnichten. Sie sind integraler Bestandteil der Hochschullandschaft geworden und nicht mehr wegzudenken heutzutage. Genauso wird es mit dem Freiheitsbeauftragten auch sein, wenn Sie hier zustimmen. Er wird ein scharfes Schwert gegen das Monster der Unfreiheit, gegen das Monster der Political Correctness und gegen das Monster der Cancel Culture sein, meine Damen und Herren. Das Schwert gegen die Tyrannis der Zensur. Leider scheint der Schwertarm des Staates, und da muss ich sagen, auch der Staatsregierung, erschlafft zu sein. Er scheint zu schwach, die Klinge zu ergreifen, die ihm hier dargeboten wird. Jetzt könnten Sie Mut beweisen, meine Damen und Herren, und unsere Hochschule beschützen. Ich bitte um Zustimmung für unseren Gesetzentwurf. Vielen Dank. Danke, Herr Professor Hahn.